Jede Menge Sand, da ist nochmal eine dunkle Höhle. Der ganze Landstrich ist nicht so richtig super. Das ist alles total gebirgig. Ich würde mir ein bisschen was Flacheres wünschen. Hier zum Beispiel. Noch ein Loch. Das sieht doch schon freundlicher aus. Hier wird es langsam grüner. Und dann hat man auch die Berge vor der Tür, um eventuelle Expeditionen zu machen. Hier hat man auch ein paar Bäume. Na, das finde ich schon wesentlich schöner hier. Okay. Bloß wo fange ich an? Da hinten ist auch Zuckerrohr, glaube ich. Okay, ich sollte nicht so lange suchen. Dann machen wir uns noch ein kleines Häuschen am See. Das klingt doch noch eine gute Idee. Aber ein wirklich kleines Häuschen. Holz passt natürlich wunderbar. Na. Ein bisschen zickig. Die Maus. Okay. Mache ich erstmal rundherum. Rundherum zu. Es wird schon wieder dunkel, verdammt. Na, es wird ein bisschen schattig, okay. Rauf sollte ich irgendwie. Okay, damit wir hier noch eine Etage. Na, nein, so eigentlich nicht. Oh. Okay, das wird doch. So, das wird so eine kleine Holzfällerhütte. Die machen wir natürlich später noch ein bisschen schöner. Okay. Wunderbar. Dann hängen wir hier auch mal eine Lampe auf. Obwohl. Wunderbar, die Decke ist viel zu niedrig. Naja, gut. Und irgendwie Platz für ein Fenster haben wir auch nicht. Geschweige denn fürs Bett. Ah, Mann, Nummer 9. Das war nicht so richtig schlau. Okay, die können wir ja dann noch weiter ausbauen. Bei Gelegenheit. Alles klar, dann muss ich die Werkbank aufstellen. Da geht es nämlich dann schon los. Die lasse ich jetzt einfach mal, weil es platzsparender ist, in die Wand ein. Wunderbar. Dann machen wir uns schon einmal eine Türe. Ach, da geht die Sonne unter.
andersrum haben. Jawohl. Schick mit Guckloch. Richtung Sonnenuntergang. Okay. Das ist wirklich eine sehr kleine Hütte. Eher schäbig. Naja, gut. Wir könnten noch ein bisschen den Boden ausheben. Dann kann man zumindest... Was kann man? Könnte man auf die Höhe noch ein Fenster bauen. Und später den Boden durch Holz, die Wände, das was jetzt hier noch Wand ist, durch Holz ersetzen. Aber wir müssen die eh größer machen, das ist ja viel zu klein. Da habe ich ja dann gar keinen Platz für mein Bett zum Beispiel. Okay, ein Fenster mache ich mir jetzt hier trotzdem rein. Dazu brauche ich erstmal einen Ofen. Habe ich den genug Stein? Jawohl. Ein Ofen, der war irgendwie so. Jawohl. Den könnte ich mir natürlich auch in die Wand einlassen. Und was tut sich draußen am See? Erstmal nix, man hört nur ein paar verdächtige Geräusche. Okay, dann könnte ich mit meiner Kohle oder einem Teil meiner Kohle etwas Glas herstellen. Ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist, also mit wie viel Kohle man wie viel Glas bekommt. Deswegen schmeiße ich einfach mal allen Sand hier rein. Und wir schauen uns einfach mal an, was es am Ende gibt. Ha! Keine Flammen, sondern... grüne Dämpfe, das kann doch nicht gesund sein. Ach, da hört man eine Spille. Die ist jetzt auf mein kleines Häuschen raufgekrabbelt. Na gut. Wenn es ihr Spaß macht, also wir sollten jetzt nicht ein Loch in die Decke hauen. Obwohl ich in einer Loch sollte die Spinne eigentlich nicht durchpassen. Ah, das ist so ärgerlich, dass ich die Hütte nicht groß genug gebaut habe, um quasi die Nacht zu überspringen. So Mist. Naja. Habe ich jetzt hier ein Loch in... einer Behausung dieser Aktion. Auf jeden Fall können wir dann die Wand weiter versetzen. Das machen wir, wenn es ein Tag wird. Ja, Entschuldigung, dass ich schon wieder hier in der Nacht einfach in meinem Unterschlupf hocke und warte, bis es wieder Tag wird, aber wäre ja irgendwie zumindest spannend, wenn wir irgendwas sehen würden. Dazu müsste ich jetzt aber ruhen. Was ist das da hinten denn? Ist das vielleicht schon was aus einem der Mods? Ein Bienenstock oder so? Also im Moment kann ich es nicht deuten. Okay. Die Spinne macht einen irgendwie wahnsinnig. Wo könnte man hier schon ein Fenster reinmachen? Da am besten.
Dann sammle ich doch schon mal das Glas ein. Okay. Okay, so richtig viel sieht man bei den Fenstern natürlich nicht. Die Fenster sehen interessant aus. Im Steampunk-Texturenpaket. Super, jetzt sitzen wir hier dumm rum. Ich könnte natürlich einfach noch ein bisschen tiefer graben. Dann ein bisschen in die Breite gehen. Mein Bett aufzustellen. Das ist natürlich irgendwie nicht so gelungen hier. Ich muss nur aufpassen, hier in der Nähe ist ja der See, nicht dass ich meine ganze Hütte unter Wasser setze. So, zwei hoch. Das reicht. Ich sollte vielleicht noch eine Ebene tiefer buddeln. Genau das sollte man noch nicht machen. Ah, hier ist ein Stein. Okay. Aha. Ein Zombie. Hier haben wir dann quasi ein solides Fundament. Das müsste es doch schon gewesen sein, oder? Wenn ich mein Bett jetzt hier so aufstelle. Wie wir gerade gelernt haben. Schmerzhaft. Links und rechts ein Feld frei, doch reichen. Ich habe ja ein bisschen Schiss, das auszuprobieren. Aber gut, wir sind schon einmal in die Luft geflogen. Warum nicht ein zweites Mal? Okay. Das hat funktioniert. Aber unsere Unterkunft ist noch alles andere als schön. Da werden wir jetzt erstmal für Abhilfe sorgen. Die Spinne ist natürlich noch da. Ich meine aber mich zu erinnern, dass Spinnen tagsüber nicht angreifen, wenn man sie nicht reizt. Aber es könnte ja hier auch noch irgendwo ein Creeper in der Nähe sein. Oder der Zombie, den wir gehört haben. Irgendwo im Schatten. Ich dachte, Spinnen greifen tagsüber nicht an. Ist wohl auch ein Trugschluss gewesen. Was war das? Ach, ein Ei ist das. Ich dachte, das wäre ein Bienenstock. Die Steampunk-Eier sehen ja sehr interessant aus. Huch. Habt ihr gesehen, da oben auf dem Hügel, dem Kamm, lief ein Creeper herum. Ah, hier ist der Zombie gestorben, den wir gehört haben. Oh, noch ein Zombie.